Frank Schäfer ist begeisterter Motorradfahrer. Seine Maschine ist mit 450 Kilogramm ein echtes Schwergewicht. Für weit entfernte Urlaubsziele will er sie auf seinen Pickup verladen. Das Problem nur, er kriegt die schwere Maschine einfach nicht rauf. Bisher habe ich immer einen Anhänger hinter dem Auto hergezogen. Es ist mir aber alles viel zu umständlich. Herkömmliche Rampen zum Hochschieben sind für ihn zu steil. Das Gewicht des Motorrads zu hoch. Eine mögliche Lösung hat Rico Heinemann. Damit soll die schwere Maschine unkompliziert auf den Pickup kommen. Das ist eine Zughebevorrichtung, mit der ich ein Motorrad, ein Zweirad oder so etwas auf eine höhere Fläche verladen kann. Ein vollautomatisches Schienensystem. Dabei wird das Motorrad am Vorderrad auf einer Wippe fixiert. Ein Motor treibt per Knopfdruck das Gewinde an. Im Gegensatz zu ähnlichen Systemen ziehen hier keine Seile, sondern reißfeste Gurte die Maschine auf die Ladefläche. Das soll das Verladen besonders sicher machen. Zudem kann die Konstruktion zwei Räder bis zu 500 Kilogramm hochhieven. Ich kann es alleine machen, ich brauche keinen zweiten Mann, keine fremde Hilfe. Das ist insbesondere wichtig für lange Fahrten, wenn man das Motorrad mitnehmen möchte, mitführen möchte. Zu Hause hat man immer noch jemanden, der mit auflädt und mit anpackt. Meistens am Zielort ist dann keiner mehr da. Heute montiert Rico den Lifter auf Frank Schäfers Pickup. Er kennt die Konstruktion bereits von einem Vorgespräch. Ja, hallo Frank, da bist hallo, du ja. Schön, dich wiederzusehen. Ja, freut mich auch. Franks Motorrad ist das bisher schwerste, das der Tüftler verladen soll. Hast ja eine ordentliche Maschine mitgebracht. 450 Kilo, glaube ich, sagtest ja, du, ne? Circa, ja, ja, dann geht. Die Teile für die Montage liegen in Ricos Werkstatt. So, den Grundrahmen muss ich jetzt anpassen. Ich werde den jetzt erstmal einmal auf die Ladefläche legen, um zu gucken, ob der für die Montage passt. Der Zweiradlifter ist aber nicht nur für Pickups gedacht. Ursprünglich entwickelt hat ihn der Tüftler für das Verladen auf alle möglichen höheren Flächen, wie Transporter, Anhänger oder Wohnmobile. Da Ladeflächen unterschiedliche Maße haben, fertigt der Maschinenbauer jeden Lifter individuell in Handarbeit an. So, das passt. Zumindest so, dass es nicht mehr verrutschen kann, die Rampe. Man kann es erkennen, ne? Der Strom kommt über eine externe Batterie. Jetzt fehlt noch der Zugschlitten mit Rampe. Hier wird gleich das Motorrad eingespannt und über die Schienen in den Grundrahmen gezogen. Die Rampe ist soweit jetzt vorbereitet, fertig. Er kann das Motorrad reinfahren und wir können verladen. Dafür muss Frank sein Motorrad erst noch zur Rampe fahren, die die Maschine gleich auf den Lifter befördern soll. Dafür hat der Tüftler eine handelsübliche Wippe so umgebaut, dass das Rad direkt einrastet und automatisch nach vorne kippt. Das Vorderrad sichert Frank mit Spanngurten. Dann kann es losgehen. Bisher habe ich den Eindruck, es könnte so funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Und wie gesagt, bin gespannt gleich, wenn wir starten und das Motorrad hochziehen. Nur per Knopfdruck, ohne Einsatz von Muskelkraft, steht die 450 Kilogramm schwere Maschine auf der Ladefläche. Ja, ist eine Menge Last jetzt drauf, nicht? Aber das geht. Ja, wundervoll, sag ich mal. Ne? Also bin zufrieden. Maschine steht drauf, konnte ich mir vorher nicht vorstellen. Also absolut top. Müssen wir natürlich noch sichern, damit wir auch die Ladungssicherung haben, dass das Ding nicht nach hinten irgendwie wegfahren kann. Aber ich bin glücklich und zufrieden. Mein Wunsch ist wahr geworden. Ich kann die Maschine auf dem Pickup mitnehmen. Für seine Konstruktion erhielt Rico Heinemann 2019 den Innovationspreis des Handwerks Niedersachsen. Jetzt will er verstärkt auf Messen und Motorradtreffen auftreten.